Hallo, 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 weiter geht's mit South Park, der rektakulären Zerreißprobe, genau so war's. Und zwar in Casa Bonita, Add-on, Plug-in, nicht Plug-in, nicht Add-on, DLC, wie auch immer, sind wir wieder da. Und Cartman gönnt sich wieder einiges, ne? Gerade eben noch aus dem Gefängnis befreit, beziehungsweise ein paar leckere Fotos gemacht und was macht er? Er gönnt sich wieder richtig, alter Schwede, der haut sich die alten Tacos hier ein, Taco, 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 Taco und quatschen. Jeder Vampir muss weg, totale Säuberung. Alles klärchen. Ich hab so Hunger, ich kann unmöglich ein Selfie machen ohne ein paar Sopapillas. Sopapillas, okay, so heißen die. Alles klärchen. Er will Geld irgendwie hier reingeschmissen haben. Kann ich da irgendwas machen oder so? Kann ich da irgendwas machen? Dann schauen wir kurz hier oben. Was haben jetzt wir hier? Wohl auch die letzten Vamp-Kids da. Lasst uns anfangen. Kids, bereit für die beste Geburtstagsparty aller Zeiten? Wir haben tolle Überraschungen. Das wird so cool, ihr werdet es lieben. Hat da einer Rede gesagt? Okay. Oh Mann. Och nö. Ich bin zwar ein Polizist und mein Stiefvater, aber meine Leidenschaft ist Comedy. Wer will einen Witz hören? Geht James Lutz auf ein Date mit einer Frau in seinem Alter? Lustig, nicht? Das war die Pointe. Okay, wer will Erdbeerdaiquiris? Weg von dem Mädchen! Ich rette dich, Karen. Ich lasse dich nicht zu einer von denen werden. Hey, wir wollen nur ihre Freunde sein. Gut, ich versohle euch nur schnell den Arsch. Holy shit, es geht direkt los. Mir fehlt ein Begleiter. Warum... warum habe ich ihn nicht? Warum habe ich den alten Humankind nicht bekommen? Ich habe alles versucht, was ging. Mano. Ich wollte eigentlich gar nicht starten. Ich wollte eigentlich... ich wollte da oben... die laufen weg. Ich wollte eigentlich da oben... diese Tasche nehmen. Und dann wollte ich noch eigentlich mit Mysterion reden. Aber na egal. So, wir haben eine Special-Attacke, die einfach alles trifft. Deswegen OP-Shit. Oh, verkackt. Egal. Trotzdem OP. Alter Falter. Mega kranke Attacke. Ich wette, die Party ist morgen das Thema auf dem Pausenhof, was? Das ist ganz schön viel Damage, was sie machen. Aua. Tu Eis drauf, wir haben doch alle Spaß. Schlechte Nachrichten für euch, der Kuhn ist dran. Der Kuhn. Er kommt und zerstört und killt den Ersten. Let's go. Sehr schön. Oh, wir haben doch alle Spaß. Haut doch etwas sanft dazu, ja? Was jetzt? Diese Party steckt voller Überraschung. Hey, Kackvampire. Der heilt sie einfach, beziehungsweise sie. So eine kleine Zipfelklatscherin. Auch ein Heal? Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, auch ein Heal, OP. Oh, fucking P. So. Können wir den killen? Ja, deswegen schnell ein Kill rausgeklatscht. Easy. Schön, schön, schön. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, können wir den killen? Können wir sie killen? Nein. Wir könnten wieder die Attacke machen, trifft nur sie, die Sense. Ich würde sagen, wie viel heile ich denn eigentlich? Alter, schon einiges, ne? Aber scheiß auf viel, wir machen Damage. Let's go. Der Schnapper. Richtig reingeschnappt. Und Verteidigung verringert. Mega mächtige, krasse Superattacke. So, würde ich sagen, let's kill. Oh, egal. Verkackt, scheißegal. Crit kommt raus. Tschüss. Ich hoffe, ich bin nicht zu überkrass für dieses Add-on übrigens. Noch einer? Was ist? Die Vampirin da drüben. Warum kämpft sie nicht? Zum letzten Mal. Ich bin kein Scheiß-Vamp. Was ist der Unterschied? Der Unterschied? Schau uns doch an. Okay. Ich brauche eine Zigarette. Wir haben den gleichen Feind. Die Vamps. Bekämpfen wir sie gemeinsam. Also gut. Aber ich ziehe kein schwules Kostüm an. Sehr geil, Alter, haben wir sie dabei. Das ist cool. Ihr habt das Showbiz echt drauf. Was kann sie denn? Verursacht Schaden und Feuerschaden bei Konformisten, okay. Verleiht Angriffsstärke, Schutz und Regeneration und wir haben Achso, heilt das Ziel und gibt ihm. Okay, wir wollen Damage machen. Damage. Damage. Oh. Schön. Not bad. Flammenmäßig am Start mit geilen Effekts. Gefällt dem Lars. Ihr haltet uns nicht auf. Fürchte mich sterblicher. Mano. Das ist doch jetzt mal eine Party, was? Also wir können jetzt Mysterion sprengen lassen. Ich glaube, der wird ziemlich viele killen, oder? Ja. Er wird zwei killen. Zwei Instant Kill, let's go. Man kennt's. Sehr schön. Man kennt ja die Attacken. Einfach mal schön in die Luft gesprengt. Versau das nicht, Blödsack. Können wir einen Double Kill machen? Warum nicht? Warum treffen wir nicht beide?
Hier möchte ich beitreffen. Na gut, machen wir den hier. Schön die Sense rausgeklatscht. Schlitz. Sehr schön. Angepassten Entscheidungen. Nee, ich habe keinen Bock drauf. Tschüss. Überspringen wir mal die Kiste, ne? Ich will nicht so viel Damage bekommen. Deswegen ganz ruhig bleiben. Ja, er auch. Ist egal. Komm, Junge. Mach reich. Und heil dich wieder um 155. Du bist doch scheiße. Unheilige Flammen. Aber er brennt. Hihihihi. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Nicht sehr viel Damage. Wir kommen aber sonst nicht hin, ne? Wir müssen den springen. Jetzt Sprung. War es ein Crit? Hat's gereicht? Ist er tot? Er lebt noch mit so wenig HP. Ja, ich könnte heilen, das bringt aber auch nichts hier. Kommen wir so weit mit dem Flammendings? Ja, deswegen. Mit einem Crit, wer down ist, ein Crit. Crit, komm, Kritte, 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 Kritte. Oh yeah. Das gefällt Himmler. Ist ja gut, ich kann nichts machen, weil Kenny kann in diesem Zustand leider keine Attacke machen. Ich hätte ihn irgendwie treffen von der Seite. Ja, okay. Und tschüss. Schnapp. Mann, sei mal locker. Gewonnen. Mann, sei mal locker. Easy going. So. What? Buch der Teleportation. Verbrauchsgegenstand. What? Noch ein Verbrauchsgegenstand. Charakter von Henrika. Okay, das ist die Kollegin hier. Was bekommen wir? 99 XP. Auch nicht schlecht. Not bad, not bad, not bad. Henrika kann jetzt in allen bisherigen und zukünftigen Tracking schon benutzt werden. Krass. Was hast du gefunden? Das ist eine Art Medaillon. Vampirrelikt. Wichtiger Gegenstand. Karen ist da drin. Dann rein da. Wow, ihr habt eins der Vampirrelikte für die Schnitzeljagd gefunden. Hat der für die Schnitzeljagd? Was ist los mit dir? Den Partyraum. VIP only. Cool, oder? Hab ich mir selbst ausgedacht. Wir haben Spaß. Meine Schwester ist da drin. Können Sie nicht einfach aufsperren? Sorry, auf der Tür liegt ein Schutzzauber der Vampire. Ihr müsst die Schnitzeljagd abschließen, wenn ihr rein wollt. Oh. Ach, komm, suchen wir den Rest von den Relikten. Verbündeter freigeschaltet. Henrita. Erstmal Pröstchen. Erstmal einen Tee gegönnt wegen Stimme, damit sie am Start bleibt. Hier vom Dustil Bonita. Ah, hier, okay. Weihnachtstee zur Weihnachtszeit. Macht mich richtig weihnachtlich. So. Was haben wir denn hier? Das wollte ich eigentlich looten. Wollte gar nicht kämpfen. Vampir, die Gedöns. Erstmal kurz abchecken, nicht das. Sondern Charakterbogen hier. Haben wir 9. Wie wir aussehen, das gibt's ja gar nicht. Wo ist denn die junge Madame? Wo bist du denn, Madame? Da ist sie. Ach, du bist sexy. Und eine fehlt uns noch, beziehungsweise ein mehr. Man weiß ja nicht. Geldautomat. Oh, Schrott. Ja, dann ist ja ziemlich schrottig hier. Haben wir irgendwas von der Party, was wir uns gönnen können? Nö. Oh, hier. Also, müssen die Schnitzeljagd machen. Ich schau mal kurz die Mission. Also. Da, schließ die Schnitzeljagd ab. Durchsuche den unteren Speisesaal nach einem Relikt. Spielhalle und Black Barts Höhle. Untere Speise, Gedöns. Erstmal gehen wir zu Black Barts Höhle, würde ich sagen. Jemand was gefunden? Noch nichts. Die Vamps können echt gut Relikte verstecken. Ja, Cartman, genau, du alter kleiner Pedopimmel. Erstmal gönnt er sich eine Runde, ne? Ja. Also Black Barts Höhle muss ich erstmal hin. Sorry, die Black Bart Höhle ist vorübergehend geschlossen. Ein Kotzvorfall. Was? Zwing mich nicht aus der Rolle zu fallen. Das ist Darstellermisshandlung, ja? Zwing mich nicht aus der Rolle zu fallen. Ich darf nicht gegen ihn kämpfen, aber ich kann erzählen gehen, okay. So, Kate. Abgelenkt. Finde raus, ob einer das Vampirrelikt hat. Ich bin den Bär. Herrgott, du hast doch schon 1000 Kuscheltiere. Das ist kein guter Zeitpunkt. Okay, wir müssen den Bären fangen, beziehungsweise uns gönnen. Da sind Vampire. Bald gehört die süße Robbe mir. Ja. Da ist doch ein Bär. Ich krieg den so aber nicht. Da ist noch ein Bär, da ist noch ein Bär. Hier sind über Bären. What? Erstmal kämpfen wir gegen die Madame. Oh, guck mal hier. Trick 17. Hast du gesehen? Oh. Komm her, Kampfvorteil. Scheißegal, Damage. Wir sind eben Vorteil. Besiegen die Vampire, gar kein Ding für den King. Wir haben genug Begleiter. Let's go.
Alter, wie groß das Spielfeld ist. What? Komm ich so weit? Ich komm nicht mehr so weit. Aber es ist mega groß. Mega großes, krasses. Machen wir hier, komm. Wegschlitzen. Es bringt nichts. Ich hab da einfach gegen gehauen. Hey, warum kämpft ihr Emo-Kids miteinander? Das werde ich nicht mal beachten. Was? Ich bin hier, um Vampire zu killen und zur Papier zu essen. Ich werde beides tun. Kommen wir da hin? Kann ich da hinspringen? Das könnte brennen. Es bringt halt nichts, aber ich bin jetzt vorbei zumindest. Doch nicht. Scheiße, Mann. Kein Rumgetobe in der Spielhalle. Aber die kommt so weit, ne? Ja. Sehr schön. Schönen Damage drauf. Keine brennenden Kinder erlaubt. Ich bereite mich jetzt. Wie keine brennenden Kinder erlaubt. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Aua, so krassen Damage haben die von der Range? Holy moly. Die Nacht bricht an. Ja dann. Mal kurz einen Hit drauf, ne? Schöner Damage. Danke. Bitte. Auf sie, Wunderarsch. Den können wir wegschnappen hier. Schnappen wir hier mal zu. Reingeschnappt. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. So, der brennt. Das gefällt mir. Sie heizt sich wieder oder so ein Scheiß. Einfach Block. Einfach direkt den Tombstone hier am Start. Ne, hab ich keinen Bock drauf. Alter, was ist das für eine Pose? Holy shit. Da habe ich gerade Angst bekommen. Der wollte mir einfach aufessen. Jetzt wirst du zerfetzt. Und zwar richtig, mein junger Freund. Richtig krass. Wer komme ich denn hier? Da komme ich hin, sehr gut. Let's go. Oh yeah, Double Damage Kuhn. Sehr schön. Ernsthaft? Schon wieder? Ja, und wir machen sie jetzt kaputt. Und tschüss. Reicht das mit einem Crit, beide zu killen? Leider nicht, aber sie brennt zumindest. Sie hält sich eh gleich wieder heilen, erste Runde, aber trotzdem ein bisschen krittigen Crit, mega Crit. Ach, die macht Damage, aber heilt sich trotzdem. Ja, ist okay, Madame. Oh. Oh. Aua. Die ultimative Kraft ist bereit. Wie er jetzt auch noch hier? Vielleicht war es vielleicht nicht ganz so schlau, mit Cartman da reinzuspringen, aber trotzdem ist okay. Könnte uns nicht wieder in die Luft sprengen, aber wir killen ihn erstmal hier. Ein bisschen so Madame. Der Boden ist lang nicht geputzt. Echt wahr. Ich würde mal sagen, Ulti. Warum? Weil wir es können. Sehr geil. Auf dem Friedhof der Tod sind wir. Finsteres Schicksal. Holy shit. Ich habe Bock auf ein finsteres Schicksal. Aber ich kann nur... Oh, erstmal ein One-Shot. Warum denn nicht? Und tschüss. Neben den Enten kommt der 472er Damage. Krass. Ich find's auch mächtig, wie weit man denn laufen kann, beziehungsweise wie weit man dann Range überspringen kann. Richtig gut. Mit einem Crit. Ist sie down? Ist sie down? Ist sie down? Wirklich, du lebst noch? Ach nö. Mit einer P, nicht dein Ernst. Satan sei euch gnädig. Wir kommen da nicht hin. Können aber heilen. Hier, bitteschön. Schenke ich dir. Lobe Satan, sehr schön. Die Dunkelheit wird über das Licht siegen! Och nö. Ach, deine komischen Fledermäuse können doch gar nicht. Erstmal Prüstchen wieder, ne? Ich trinke übrigens auch aus einer Deadpool-Tasse. Komme ich da hin? Bringt wieder nichts. Lass mal hier stehen. Joa, ne? Dann würde ich mal sagen, können wir eigentlich nur wieder den hier machen? Ja, tschüss. 472. Geil. Voll der Riesenbiss. Aua. Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn los mit dir, Madame? Vielleicht dein Höschen ausziehen und erstmal kurz gönnen oder was? Was ist denn bei dir los? Hier, alles verkackt. Fast alles. Wow, hat das Kind ein Messer? Nein, es hat nur Krallen. Hier, Cartman. Bitteschön. Ich heile dich mal eine Runde. Beziehungsweise Satan. Kommt verwirrend drüber, aber du hast ja auch die satirischen Tiere erschaffen, deswegen passt es, oder? So, gehen wir kurz einen Hit hier.
Das reicht nicht ganz um, oder? Mit Rückschlag, Bonus. Oh, reicht. Sehr, sehr geile Schlachtsahne, Leute. Schön, gewonnen. Gegen die alten Vampir-Ladies hier. Vampir-Elixier, benutzt Lippenstift und Zahnseide. Okay. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dankend angenommen. Wo ist das Relikt? Unerreichbar. Stablicher, hinter dem Tresen. Und du wirst nie genug Tickets gewinnen. Das werden wir sehen. Du bist doch gut in Videospielen. Gewinn uns genug Tickets für das Relikt. Ja, geht so, ne? Alles in Ordnung, Kids. Wir haben noch Spaß. Gewinnt einfach die Tickets für das Vampirrelikt, ja? So viel Spaß, nicht wahr? Spielenhallenticket, wichtiger Gegenstand. Und Vampir, Elixier. Ach, und übrigens, wenn ihr in der Spielhalle seid, schlagt ja nicht meine Highscores. Auf keinen Fall. Sonst werd ich sauer. Also müssen wir alle schlagen. Und noch ein Spielhallenticket. Was zocken wir denn? Ich hab Bock auf die Enten hier, die sind richtig gut aus. Die kann gar nicht mit den Enten spielen. Scheiße. Kann ich tanzen? Ne. Das geht auch nicht. Kann ich nur da spielen? Doch, ich kann hier auch spielen. Ich kann schießen. Ich schieße eine Runde. Schnappt euch die Spucke los! Aim des Todes, let's go! Gehörte beim Paar. Ich Ego-Shooter aiming-mäßig am Start hier. Oh, schöner Schuss hier. Gegönnt. 100. Holy shit. Alles, was sich bewegt, muss man auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, wie der Weg Explosion. Eine Hose gibt, eine Hose. Das kommt vom Rumgefliegen. Wie gesagt, ist kein, wie ich einfach Hose gesagt habe. Anstatt, anstatt Hase, so war's. Oh, vorbei. Habe ich was gut? Die Chupas trauen sich jetzt nicht mehr her. Geil. Wie der Gegenstand. Alles nehmen. Zwei Tickets bekommen. 5 habe ich jetzt. Die Frage ist, kann ich da mein Zeit... Furz machen. Hat es gesehen gerade? Guck mal hier. Schnappt euch diese Fahrt. Ich kann einfach Pause machen hier. Chupacabras. Und dann? Ja, blöde Flasche. Es ist Zeit einfach. Ja gut, braucht man das überhaupt? Ich meine, wir spielen ja gerade am... Ich weiß, wie spielt der am PC? Geht das eigentlich nach Schuss oder nach Zeit? Ich glaube, es geht wirklich nach Zeit, ne? Nicht nach Schuss. Fuck. Fucking holy shit. Aber irgendwie bringt das nicht ganz so viel. Schön konzentriert schießen. Fuck, ich habe den Hasen verkackt. Beziehungsweise, ne? Die Hose, kennt ihr ja. Der ist nicht so. Den da oben ist noch wichtig. Den gibt auch noch 50 hier. Ach, das macht alles kaputt. Sehr schön. Merken. Der Adler bzw. der Hase gibt 100. Sehr gut. Den abschießen gibt auch 25. TNT macht... Oh, das war gut. Das war, glaube ich, richtig gut hier, oder? 5 Tickets gibt es das wieder hier. Jawohl. Leute, sind wir schon bei 10. Wie viel brauche ich denn? Mal kurz abchecken. Das könnte alles der Bär 10. Artefakt, okay. Torwärter von bla bla bla. Kann ich so lange, wie ich will hier zocken. Missionsgegenstände kostet nur 5. Das Vampirrelikt. Das mit den Bären. Das habe ich keine mehr. Oh oh. Oh oh. Habe ich jetzt verkackt, weil ich keine mehr habe? Ich kann doch nochmal zocken. Ach, die Teilnahme ist quasi kostenlos. Und ich bekomme jedes Mal so Dinger. Mist, nicht getroffen. Kannst du durchspammen, wieder auch. Wieder Schaf gibt 25 minus. Scheiße.
Scheiße, der Hase natürlich 100. Immer mitnehmen hier, den mitnehmen. Den mitnehmen. Den immer mitnehmen, den mitnehmen. Den da oben. Den. Wie, wieder? Fuck. Hase. Den auch noch 100. Bumm. Den da oben, den Hasen. Den. Den Adler gibt auch 100. Mist. 5 Tickets immerhin. Also, weiß ich Bescheid. Ich weiß, ich höre jetzt auf, das Ganze das gleiche Geld zu zocken hier. Bevor wir das Ganze hier Langeweile haben. So, was haben wir hier denn Tolles? Okay. Fischquest. Antippen. Das kennen wir doch schon. Wie aufregend. Jetzt spielen wir das Spiel nochmal? Das ist lame. Das gab's doch schon. Bei der Hauptmission. Oh, das war knapp. Egal. War lustig. Nehmen wir trotzdem mit. Mal schauen, wie viele Tickets ich da bekomme. Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Nee, so ein Scheiß ist nicht normal, mein junger Freund. Das war. War das der Frosch? Das war ein Fisch, ne? Ja. Der Fisch, der auf einem Einhorn reitet. Der Einhorn, der Regenbogenfürze gibt. Wir müssen ja hier durch. Nein. Oh Gott, das war knapp. Das war super knapp. Nicht so schnell. Was? Ich bin tot? Das war schlecht. Das war richtig schlecht, Leute. Ich würde sagen, das war es trotzdem von diesem Part. Moment, hier kann ich nur looten. Wenn es euch gefallen, lasst ein Like da auf jeden Fall. Wir werden uns auf jeden Fall alles gönnen. Warum? Ich habe Bock auf die Spiele. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, Kommentar. Haufen Super Nessa Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.